So. Jetzt greife ich auch noch von allen Seiten an. Das nimmt ja langsam groteske Ausmaße an. So, alle ausladen. Und hier. Einmal drauf. Ihr passt auf. Ne, 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 du arbeitest mit, Junge. Du arbeitest mit. So, dann hier oben mal noch zwei Leute reinsetzen. Und hier mal bitte noch ein paar Rächer dazu. Und dann können wir doch eigentlich schon so langsam mal anpeilen, hier unten noch den Brutalisten zu holen. Oh, und hier noch ein paar Sammler auszubilden, deren Namen ich wieder gerade vergessen habe. Natürlich WBFs. Eieiei, erst denken, dann quatschen. Ich gelobe Besserung. Aber ob das absurd ist, wieder eine ganz andere Geschichte. So, du bleibst hier zum Reparieren, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wie schaut es denn hier aus? Noch 2 Minuten bis zur nächsten Eruption. 3 brauchen 2 Stück. Okay, das passt. So, jetzt, wenn ich es schaffe, niemanden sterben zu lassen, dann können wir das Ganze vielleicht auch mal irgendwann schaffen. Hoffe ich zumindest. Wo frage ich mich nur? Ach, das sind sie ja. Nein, Jungs, lasst doch mal den Käfer in Ruhe. Den Käfer könnt ihr auch in Ruhe lassen. So, Was? Nur ein Sanitäter? Das war so aber nicht geplant. Wo ist denn der zweite? BBF bereit. Haben wir mal hier noch einen zweiten Sanitäter dazu. Und dann könnten wir uns ja eigentlich... Auf welcher Anhöhe wollen wir uns hier verstecken? Das ist eine gute Frage. Schade, dass man nicht auf die Haupthäuser hier irgendwie Geschütze mehr bauen könnte. Damit wäre die fliegende Einheit irgendwie kein Problem. Was fliegt an? So, wir sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mal die Rächer. Vielleicht reicht es schon für den Ultralisken. Halt, stopp. Halt, stopp. Man sagt mir ja nach, ich würde ab und zu mal denken. So, hat geklappt mit dem Speichern. So. Oh, der macht böse Aua. Er one-hittet uns. Aber er macht das schon. Ah, schau, hier ist kein Problem. Und hier unten verlege ich so langsam meine Leute. Oh, hat geklappt, okay. So, Rohstoffe einsammeln. So, Rohstoffe eingesammelt. Und Abmarsch wieder nach oben. Boah, sind das viele. Aber kein Problem, wir haben die Rächer dabei. Alles gut. Alle einladen. So, sind alle eingeladen. Und Abflug. Mal hier nach oben mit euch. Und ihr könnt ja hier bleiben. Oh, oh. Ja. Ich bin dabei. Puh. Alles gut. Haben wir dieses Mal alles? Huch! Puh, knapp, aber hat funktioniert. Hei, hei, hei. Nee, ich bin übrigens dafür, wir gehen von diesem Planeten so schnell wie möglich wieder runter. Mir gefällt es hier überhaupt nicht. So, und das Ganze jetzt nochmal. Aber landen wir hier. Und dann gibt es hier noch Ressourcen. Hier bitte mal das da und das da. So. Der Brutalisk ist weg. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein paar Truppen übrig. Was machen wir denn mit euch? Achso, genau. Ihr geht mal hier hin. Und ihr auch wieder. Wir wollen ja... Jungs, was macht ihr denn? Nicht stehen und gucken. Arbeiten. Ihr seid ja noch schlimmer wie ich. Und das will was heißen. So, mal hier die Rächer zu mir. Zumindest die noch übrig sind. Boom. Ja, ist jetzt ziemlich schnell Schrott. Ich bin Fan dieser Rächer. Zumindest gegen leichte gegnerische Infanterieeinheiten. Sehr angenehm. So, dann schauen wir uns hier doch mal um. Hier haben wir nochmal Rohstoffe. Ja, was ist denn da los? Es nimmt ja Überhand hier. Oh, wir haben jemanden verloren. Ich habe es genau gehört. Ich glaube, wir bräuchten noch ein paar Space Marines, sicherheitshalber. Auch nochmal 6 Stück, das sollte reichen. Wenn der Reihenfeld erschöpft, klingt nie schön. Mal hier alles einladen. Und abheben. Und dann fliegen wir gleich mal nach hier unten. Und landen hier. Hier unten dürfte uns ja hoffentlich nichts angreifen, außer vielleicht ein paar Lufteinheiten. Was ist denn hier oben noch? Hier haben wir doch bestimmt... Ach was! Alles klar! Alles klar. Ja, ich würde sagen, die sind hier ordentlich am Zerlegen.
So, einmal hier bitte diese Sachen einsammeln. Und einmal, was haben wir hier noch? Irgendwelche Larven? Wow, die ziemlich viel aushalten. So, einmal hier, der bitte nach oben. Hier bitte Ressourcen sammeln. Ach, Quatsch. Einmal hier bitte das so wegmachen. Ach, du Schande. Ja, ich würde sagen, die Basis, die... Ja, die war ziemlich schnell weg vom Fenster. Na. Verschwindet mal hier. Und hier oben? Ah, noch mehr Rohstoffe. Also von der Rohstoffquantität her finde ich diesen Planeten schon ganz cool. Aber ja, ein bisschen gefährlich ist er doch so ab und an. So, stehen die hier oben? Ja, hier stehen die oben. Das glaube ich, hier können die stehen bleiben. Gut, stimmt, hier steht ja auch die Basis. Hier sollte das gehen. Die müssen wir gleich wieder verfrachten und die müssen wir gleich wieder verfrachten. Ich dachte schon, was wollen die hier? Aber ich habe die ja dahin geschickt. Alles gut. Und coole Gitarrenriffs im Hintergrund. Damit kann ich leben. Sogar sehr gut eigentlich. Aber hier, wie sollen wir hier runterkommen? Oder wir nisten uns hier dann nochmal ein. Oder wir schauen dann hier nochmal rüber. Ach, nie auf Kommando taucht hier wieder ein nerviges Fußvolk auf. Und weg vom Fenster. Ach ja, jetzt ist das Ganze doch ziemlich angenehm. Was? Hier arbeitet gar nicht mehr? Dann kommt mal her. Kann der auch in der Luft einladen? Ah, sehr schön. So, ja. Macht erstmal die hier weg. Ach du Schande, ich habe die ganz vergessen. Hier, einladen und Abflug. Alles gut? Alles gut. Dieses Mal funktioniert's. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich habe gerade irgendwas Ekliges zerplatschen gehört. Ich glaube, das waren hoffentlich die Zerg und nicht wir. Huiuiui. So, komm Lava, dann geh mal bitte wieder weg. Oh, perfekt. So, jetzt aber weiter hier. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Danke, dass du mir das sagst, aber recht hast du. So, kann ich zu nah bei Ressourcen platziert werden? Das ist natürlich doof. Worauf soll ich Die Frage ist, ob die hier drüben in Ruhe gelassen werden. Aber das finden wir doch einfach mal raus. Weil ich wüsste nicht, wie wir jetzt hier großmächtig hinkommen sollten. Außer mit den Rechern natürlich. Aber dann bleiben leider die ganzen anderen Einheiten erstmal auf der Strecke. Egal, schicken wir mal die Rächer hier rüber. Oh ja, die sind... Was? Kein Problem. Haben wir sicher. So, der Platz hier schaut aber auch nicht Dings aus. Unüberschwemmbar, wenn man... Boah, was ist denn da drüben los? Uiuiui. Ja, wo kommt der Sanitäter jetzt her? Ich frag gar nicht erst. Stopp. Ich hab doch hier noch... ja, was heißt schlecht? Es gibt was zu bauen, mein Freund. Ja, sag ich doch. Ich sehe, wir sind einer Meinung. Mineralienfeld erschöpft, das ist aber wieder nicht schön. Ach doch, hier oben. Jungs, sammelt doch mal hier. Wir haben ja schon mal fast die Hälfte, das ist ja schon mal ein Anfang. Fürchte den Tod. Hier können wir uns also auch noch hinsetzen. In Ordnung. Ah, das ist gut. Natürlich. Hier schaut's gut aus, hier oben ist doch 100 pro Zergbasis, wenn ich da jetzt reinspringe. Und? Wir schießen einfach mal in alle Richtungen davon, mal schauen, wie lange wir es überleben. Aber hier sind mehr Rohstoffe. Das heißt, wir setzen unsere Einheiten gewinnbringend ein. Wir arbeiten schnell. Wir haben schon die Hälfte der Mineralien, die wir brauchen. Was? Schnell? Schnell? Ich glaube, der macht sich über mich lustig. Okay, wir haben 5000 mal Vespin-Zeug. Und noch das, was wir jetzt hier sammeln. Ey. Mal schön langsam hier, Kollege. So, bombt man hier bitte den Zergschwarm gerade. Gefällt mir überhaupt nicht. Uiuiui. Okay, die Uhr darf ich natürlich auch nicht außer Acht lassen, sonst haben wir gleich wieder ein kleines Problem. Oha. Achso, Jungs. Einmal hier bitte einsteigen und die Dame der Heilkunst bleibt mal schnell hier, auch wenn es gerade ziemlich geschwungen geklungen hat.
Hier ist ja noch mehr Zeug. Mach doch mal dieses komische Ei kaputt. So, das hier auch mal weg, bitte. Ohoho. Was? Oha, oha, oha. Huiuiui, okay, da drüben ist ordentlich was los. Okay, das dachte ich fast. Abheben. Einmal nach hier unten, bitte. Und du fliegst auch einmal hier weg. Dann gehen wir einfach nach hier unten. Aber erstmal treiben wir den hier hin. Oh. Einladen und Abflug. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Alles gut, hat alles geklappt. Bin doch nur so halb, aber es hat geklappt. Was liegt an? Uiuiui, wir haben fast keine Truppen mehr. Ich würde sagen, der Rest ist einfach nur ein stupides Abbauen. Mit etwas Glück. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Jungs und Mädels. Gehen wir mit euch wieder da hinten hin? Nein, was soll's. Komm, wir gehen mit euch einfach mal nach da unten. Dann nisten wir uns direkt mal beim Feind ein. Mal schauen, was passiert. Und ihr drei. Ah, sehr schön. Hier ist noch zerstörtes Zergschwarmzeug. Schauen wir einfach mal. Und auf Wiedersehen. Ui. Und da hoch, und da hoch und noch. Boah, alles gut. Tja, ihr Mistviecher. Nein. Schön da oben geblieben. Nee. Sind die mir hier viel zu hektisch. Und das Gebäude will natürlich nicht mitfliegen, das ist wieder beleidigt. Gut, da kriegst du eben eine extra Einladung von mir. So. So, dann nisten wir uns mal hier eben fix ein. Hier ist auch ganz gemütlich. So, und euch kann ich doch jetzt hier auch einsetzen. Wir haben doch hier keinen Vespingas mehr zum Abbauen. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir den mal noch mit. Sind wir bei 5. Ja, komm, fliegen wir mal da hoch. Was soll's? Was Salz und Pfeffer, schnappen wir uns doch hier oben noch ein paar Ressourcen. Oder versuchen es zumindest. Okay, auf was ich hier warte, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja, Meister des Mikromanagements nennt man mich auch. Deswegen, ja, alles klar. Na gut, dann sammelt ihr mal hier und ihr sammelt mal hier. Und dann, ja, wir haben ja schon mal fast über die Hälfte. Nein, wir haben schon über die Hälfte. Also viel schlechter kann es ja gar nicht mehr werden. Außer die riesige Zergbasis hier oben. Aber leider gehen die einem ziemlich auf die Nerven. Beziehungsweise machen die das Abbauen nicht gerade einfach. Und bitte nicht die Sanitäter in die erste Reihe stellen. Da kriege ich Augenkrebs, wenn ich das sehe. So, schon wesentlich besser. Und hier bitte auch einmal abstellen. Das ist echt ziemlich nah an der Zergbasis dran. Sind das für Käfer? Keine Ahnung. Also, wir haben es gesehen schon mal, aber ich habe jetzt wegen dem Namen überlegt. Wie machen wir denn hier weiter? Einmal hier einladen. Ein untätiger Arbeiter. Achso, der da hinten. Ja, Mädel, du bist hier gerade so auf verlorenen Posten, aber egal. Bleib einfach mal hier stehen und mach gar nichts. Okay, jetzt sind wir bei 6200 grob, das ist auch gut. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Aber hier passiert nichts. Ich bin verwirrt, dass da nichts passiert. Apropos, können wir jetzt eigentlich hier hinten nochmal vorbeischleichen und Ressourcen sammeln? Uiuiui. Na, das wollte ich jetzt nicht hin. Oh, sehr schön. Fast geschafft, Reno. Nur noch ein paar Mineralien fehlen. Och, Jungs. Einladen. Und Abflug. Tja, und jetzt? Und wieder landen. Obwohl ich sehe gerade, bis ich die... Ja. Bitte hier einmal alle einladen. Ach du Schande. Kann ich mich hier oben verstecken? Ich glaube schon. Stelle ich einfach mal hier hin.
Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Ui. Ah ne, der fliegt schon. Okay, alles gut. Alles gut. Sterben die jetzt da? Ich hoffe nicht. Ah ne, alles gut. Uiuiui. Ah. Man könnte fast meinen, uns ist etwas heiß hier. Eine heiße Angelegenheit. Und das war jetzt keine Werbung für irgendein zwiesiges Online-Date-Portal. So, dann mal hier alles ausladen. Und hier ebenfalls mal bitte hier hinfliegen und hier hin. Na, komm, bis zu hier und alles ausladen. Und hier ebenfalls einmal landen. Kann ich hier noch ein bisschen? Nein. Gut, dann stellen wir uns wieder genau hier hin. Einmal ausladen. Einmal das Ding reparieren. Und, oh, wir haben es hier gleich. Oh. Ich wusste es. Einladen und Abwasch. Von mir lassen wir die armen WWFs durch. Uiuiui. Okay, alles klar. Falls wir die Basis noch brauchen, fahren wir erstmal hier wieder zurück. Die anderen beiden sollen es ja hoffentlich gar sammeln. Oh, und wie auf Kommando sind die auch wieder da. Ich hab's gewusst. Sind wir genau rechtzeitig hier wieder aufgetaucht. Sehr schön, sehr schön. Na, nicht davonlaufen, attackieren. Sehr gut. Ach nee, wir konnten sogar noch drei WBFs retten. Sehr schön. Ich dachte, es wär bloß einer gewesen. So, dann sammeln wir mal die letzten 400 Stück. Bonusziele haben wir auch gemacht. Hoffentlich explodiert dieser Planet. Dann sind die Zeiger wenigstens auf dem Planeten auch alle ausgerottet. Was zwar dem Planeten nichts mehr bringt, aber wir werden von den Viechern dann wenigstens nicht mehr angegriffen. Nein, die müssen jetzt noch halten. 100, ja, reicht noch. Reicht noch, alles gut. Locker, flockig reicht es noch. Oder? Und komm schon. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, sehr schön, wir haben es geschafft. Saubere Arbeit, Jungs. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Jetzt lasst uns aus diesem Drecksloch verschwinden. Schon fertig. Du bist wirklich so gut, wie die Leute sagen, Rainer. Ich habe das Gefühl, es gibt noch weit mehr Geschäfte, über die wir uns unterhalten können. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wo es Geld zu holen gibt, da bin ich natürlich immer gern dabei. So. Dann sprich doch mal mit uns. Wie ist denn die Lage auf dem Schiff? Ich meine, jetzt nach dem Geldfluss hoffentlich ganz angenehm. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tosh an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ging um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt hasst Mengsk ihn fast genauso inbrünstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn besser im Auge behalten. Jawohl. Ja, sag mal, wir können doch hier nicht einfach jeden reinlassen, der hier mit will. Aber gut, Musik läuft. Komm, Tychus. Gib uns deine Lebensweisheiten. Schon mal von einem Typen namens Gabriel Tosh gehört? Nur Gerüchte. Ich habe gehört, er war in so einem Geheimprojekt des Ghost-Programms, bei dem am Ende ein paar echt finstere Typen rausgekommen sind. Dann ist Tosh ausgetickt und untergetaucht. Bei solchen Leuten wäre ich ganz vorsichtig. Der schneidet dir schneller die Kehle durch, als du gucken kannst. Mit ausgetickten Ghosts kenne ich mich aus. Probleme habe ich nur mit solchen, die noch für Mengsk arbeiten. Ja, das glaube ich. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass davon niemand auf unserem Schiff ist, der noch für Mengsk arbeitet. Zumindest hoffe ich das. Na gut, mal hier den Propaganda-Nachrichtensprecher wieder anhören, was der wieder von uns will. Wahlweise, was er zum Besten gibt. Donny Vermillion für UNN, ihre beste und einzige Anlaufstelle für die ungeschminkte Wahrheit.
Heute enthüllt unsere Reporterin Kate Lockwell einen geheimen Krieg der Schatten, der zwischen unseren tapferen Liga-Ghosts und einem erbarmungslosen verborgenen Feind tobt. Danke, Donny. Mein Gesprächspartner ist John, ein des Liga-Ghosts. Stimmt es, dass Sie und Ihre gegen eine von gekämpft haben, die in der operierten? Was können Sie uns dazu sagen? Nun, Kate, ich bin nicht befugt, allzu viel dazu zu sagen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass uns eine auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass und Sie werden. Ich bin mir sicher, wir werden heute Nacht alle ein wenig beruhigter einschlafen. Nun, da wir wissen, dass die Liga über uns wacht. Ich bin Donny Vermillion für UNN.